wenn du willst. Das war wieder ein Thumbnail und los geht's. Hier den alten. Oh. Ja, den alten aber fragen. Diese alte Frau. Herzlich willkommen, wie gefällt dir Timba? Mir gefällt's gut, dir. Trenne Leute. Das hat ausverkauft, aber alter Mann hat sie mal gehabt. Stadtführer, Bahnmodell. Bahnmodell. Warte hier. Nachdem er Krieg gefallen ist, kann kaum niemand mehr sie bauen. Stadtführer, ein Magazin wie unanständig. Außer bei Toni, hat mir so viel gekauft, dass ich eine Ausnahme mache. Wenn ich besorgen könnte, ist die Tasche Girly Times. Falls sie sie finden sollte, könnte Toni ja Bescheid sagen. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Eine kleine Sekunde. Gleich. Sobald ich eine Gelegenheit ergibt, gehe ich. Ja, ich muss nur Speicherpunkt finden, sonst kann ich nicht. Okay. Mir ist gerade die Zigarette runtergefallen, während meine Mutter drin war. Ich glaube, ich habe es gerade davor schon diese Gang gemacht. Dann habt ihr ja gehört, dass ich beim nächsten Speicherpunkt kurz wieder unterbrechen muss. Stadtführer. Kann ich nicht mehr verkaufen. Ihr könnt ja mal gucken, wollt ihr ja. TV, Kneipe, wenn ihr jetzt dann dort ballern was. Total. Luke, mein Luke, ich bin froh, dass Luke wieder da ist. Das ist schön. Warum bist du froh, dass Luke wieder da ist? Kannst du mich mal ausreden lassen? Alter! Hier rein, komm, Patch-up. Patch-up! Tabu? Ja, cool. Vergiss mich nicht. Konto 0 Euro. Scheiße. Verkaufen? Wir haben total viel Geld. Wir sind sowas von Kackenplatte. Nehmen wir mal. Zigarette ausmachen und Rino sagt, dass der gesamte Bahnverkehr gestoppt wurde. Ja, das sehe ich. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Normalerweise fahren hier viele Züge, ich liebe die Aussicht hier. Okay, Sekunde, ich muss trinken. Super, ich habe so viel Lust, dass ich die halbe, dass ich jetzt gerade ein Viertel da weggeext habe. Super. Und weiter geht's. Wie jetzt? Was? Hä? Willst du mich verarschen? Huch! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Sei, hau dem auf. Hau dem auf den Kopf. Bam, bam. Junior, hau dir auf den Kopf. Hau dir auf den Kopf. Was sind die denn da? Kurs oder was? Was ist das? Oh, der ist hoch. Bam, bam! Rino hat ihn auch am Kopf. Unsere GS hat noch neue Fähigkeiten erhält, dann können wir es nochmal nachgucken. Aber sie geben gute Tausend. Beide Level Up, super Sache. Tauschen, ja, super geil. Zeitwandler. Warte mal, wenn er Zeitwandler kann, können wir mal gucken, was wir da machen können. Ability. Zeitwandler. Raum und Zeit, aber. Gemach, okay, super. Ne, gemach. Ja, das hat lange gemacht. Gehen wir mal hier so, wieder. Und mal so hier. Lebenswandler, was kriegt der daraus? Wieder. Und hier zum Beispiel Zombie mal 20. Ja. Und das. Und das wollte ich auch mal geben. Ja. Ja, dann gucken wir mal bei den GS, was die lernen können. Quetzalcoatl. Lernt die Magie plus 20. Magie plus 20 ist vielleicht besser. Shiva lernt die Magie plus 20. Hätte man das vielleicht besser. Ifrit lernt die Magie plus 20. Stärke man da. Sairen lernt die FHP. Zustandsmedikamente nutzt hier Gegenstände. Wunschroute, versteckte Speicher und Dauerpunkte. Machen wir mal. Diabolos. Gegner 50 will ich nicht. Schatten. Schatten wird verfügbar. AP-Kopplung habe ich da schon. Dann mache ich mal Magie plus 20 Rauben. Na, Magie plus 20. So, dann geht's weiter. Die haben wir es mal eingestellt. Wir könnten mal gucken, ob wir jetzt bei Rino eigentlich einen anderen Angriff kommen können. Zauber hier drüber.
Da kann man doch jetzt eigentlich Gemach reinhauen, ne? Oder Zombie. Heißt, der wird automatisch untot, da kann ich ihn heilen, dann stirbt er. Super. Und schweigen wir jetzt immer noch. Und er kann das auch? Oder nicht? Ich kann nicht. Er hat immer noch Blitz. Hahaha, Hachi. Eine Katzenallergie, meine Tochter liebt Katzen. War alles, was mache ich denn? Weiß ich nicht. Was ist deine Tochter, die ist aber hübsch. Rede mit mir. Rede mit. Muss ich mit mir reden? Das wird. Bist du gut oder böse? Klar bin ich gut. Wusste ich doch. Dann magst du bestimmt Katzen. Puh, bin ich froh. Ich sage, oh, was kann ich sagen, wenn ich böse bin? Oh. Ich geh weg. Du da? Ich bin eigentlich böse. Noch die gesucht. Bist du gut oder böse? Ich bin eigentlich böse. Ah, du bist dann genauso wie die Männer vorhin und magst keine Katzen. Wir haben diese Katze mit Steinen geworfen. Das machst du nicht, oder? Ich bin doch gut. Boah, das macht gerade Spaß. Wir gehen jetzt mal hier rein und gucken nach. Ah, ein Safe Point, das heißt natürlich, dass ich jetzt, wie ich es vorhin gesagt habe, mal ganz kurz nochmal unterbrechen muss. Tut mir wirklich leid. Mein Hund muss Gassi gehen. Oh. Damit bis gleich. Tschüss. Tralala, bin wieder da. Wie wunderbar. So. Ja, nee, wie gesagt, war gerade ein Hund draußen. Ich speichere es nochmal. Und regle nochmal. Das ist gut gesagt. So, dann zurück mit W. Was denn? Oh, was? Riebs, Leute, kennen Sie? Tut mir wirklich leid, ich kann euch nicht unterbringen. Ich darf nicht laut sein. Ich muss natürlich noch viel Idioten aus Skybadia. Ich drücke euch die Daumen. Wenn ich spiele. Kannst du mit mir Karten spielen? Nein, kannst du nicht. Gut, wenn wir draußen. Gehen wir mal hier. Ich würde sagen, ja, ja. Yeah. Du weißt doch, was mit deinem Kind passiert, wenn du eine Revenge durchhast, nicht wahr? Möchte. Vielleicht zum Fernsehsender, bevor jemand wegen uns zu Schaden kommt. Die Bürger aus Timber gehört doch alle zum Widerstand. Idioten, wenn ihr euch fügt, würde die Stadt bestimmt aufblähen. Oh Gott. Und mit dir? Bist du glücklich, nachdem du deine Seele verkauft hast? Wir pfeifen auf sowas, wir wollen nur unsere Freiheit. Wenn ihr das nicht begreift, werdet ihr es niemals verstehen können. Ach, wie süß. Mir ging bist du der Idiot, weil du deine eigene Freiheit verkauft hast. Dabei ist das halt die Klappe. Nein! Oh, wir kämpfen jetzt gegen die beiden Soldaten. Das sind die Galbadia-Soldaten. Jo. Ich hoffe, ich habe in der Stadt nichts übersehen. Weiß ich nicht. Machst du mal hier GF Shiva. Du machst mal GF. Komm, nee, das und warum jetzt die GFs? Ich habe keine Ahnung. Und mach mal rum hier, genau. Bam! Zack! Aufbauen! Und vergiftet. Geil. Jetzt zeige ich euch diese Attacke. Und mal atmen. Wenn das nicht ist, auf der Atmung dann rühren. Ah, ich hab das gut angefeuert hier. Ah. 115, damit steigt das Schaden von 70 auf 150, damit haben wir ungefähr ein Drittel, die Hälfte dazu gefügt. Sie haben den Schaden um die Hälfte erhöht. 115% quasi. So funktioniert das System übrigens. Oh, ein bisschen hier was bekommen. Diabolos Level Up, sehr gut. Nein, ich kann nicht auch nicht durch. Tut mir leid. Ich kann euch nicht durchlassen. Oh Mann. Schade. Und nochmal, ja, paar galbadianische Idioten. Guck mal, ach, nur ein galbadianischer Idiot, den klopp ich mal so zusammen hier. Irgendwie ist Xell der schnellste immer wieder und da kommt ein Angriff mit 51 Schaden, das ist ja alles. Guck mal hier drauf. Machst du mal Frosten, Frostblitzlager. Du haust was Maul und du hast was. Und erstmal die 67 Schaden gemacht, die nichts bringen anscheinend. Du brauchst mal wieder hier Blitz. Du brauchst auch mal Blitz. Lang. Bam. Und du brauchst wieder Blitz, genau.
Aber mal ein bisschen hier unsere Zauber wieder erhöhen. Rino soll ihn fertig kloppen, der Rest darf ziehen. Ich glaube, ich könnte den Dalton auch mal fertig machen. Egal, egal. Ja, würde ich sagen, klappe, 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 klappe. Alle drei jetzt einmal drauf geklappt. Ich will noch mal eine Zigarette, hier ein bisschen Kettenraucheralarm. So, da, da, ich rauch jetzt. Da, da. Weapon, das hört sich gut an. Und ich kann hier nichts irgendwie was schöner machen, schade eigentlich. Nein. Oh. Ach, das hier. Geh mal rein. Schön Rino, hallo, schönes, schönes Wetter heute. Ja, es ist wirklich schön. Warum kann ich nicht etwas romantisch sagen, ich Idiot? Wie ist geil. Rino ist schon eine Schnecke. Ja, ich bin die Tode. Aber ich freue mich, wenn ich mit ihm verwechselt werde. Tonduppe, ich hab dieselben Klamotten wie Ton an. Ich hab sie gekauft, damit ich so aussehe wie er. Ich bin seinetwegen von meinem Dorf hierher gezogen. Hierher gezogen. Okay, jetzt mal mit dem Binnen-Akzent. Als ich das erste Mal hier war, hab ich mich verlöfen. Aber danach hab ich mir die Stadtführer im Souvenirladen angesehen. Jetzt geht's. Ich bin nicht Ton. Aber ich freue mich, wenn ich mit ihm verwechselt werde. Okay, jetzt wieder. Wir gehen mal noch hoch. Nein, verdammt. Auch. Ja, jetzt. Ach, hier kommen wieder guardianische Idioten. Wie viele denn? Oh, das ist ein Witz. Schön Witz. Kann man den jetzt das Scheiß ziehen? Feuer kann ich nicht ziehen. Feueralarm. Oh, bad. Und jetzt hier Zauber. Was ist die Feuer, das sind. Wir sind eigentlich voll die Massenmörder, wenn das so geht. Rino ist schon das nächste Maus, oder? Sag mal ganz ehrlich. Ich möchte mal ganz ehrlich fragen, versteht ihr mich eigentlich gut? Oder soll ich das Mikro lauter machen oder leiser machen? Das müsst ihr mir mal sagen, bitte, das wäre eine super Sache. Die Bahnrichtung Ballern ist außer Betrieb, sehr schade. Ja, meine Freunde, ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Da scheint es wohin zu sein. Gehen wir mal da. 5000 Gin erhalten, dann könnte ich mir die neuen Hundezeitschriften holen. Ach, warte mal, Hundezeitschriften, da war ja was. Warte mal. Hier Hundezeitschriften. Hier. Status. Domino. Sehr witzig. Angelsturm, Angelkanone. Ja, nicht so tuiert. Ich könnte dann mal ganz glatt drücken. Und mir mal so eine Zeitschrift holen. Ja, was haben wir eigentlich? Halt ein Punkt, ein GF, Zauberbuch, Zauber, GF, Draw, Item. Aber schon alles, vergiss mal nicht, Ability kann gelöst werden. So, jetzt haben wir die Hundezeitrüstung gekauft. So, mal gucken, das lesen wir die einfach mal. Item. Mein Hund. Mein Hund! Die Fähigkeiten ihres Hundes hängen mit der Konstellation des Mondes zusammen. Wie romantisch, nicht wahr? Wusste sie, dass man sich diese Kraft schon nutzen machen kann? Diese Kraft heißt unsichtbarer Mond. Die Kraft des Mondes macht ihre Truppe für eine kurze Zeit unsichtbar. Unbesiegbar, Entschuldigung. Wenn sie diese Kraft nutzen möchten, laufen sie einfach mit dem Mond in der Gegend herum. Vielen Dank. Mein Hund Nummer 4. Kennen Sie das Gefühl der Machtlosigkeit, wenn Sie von Monstern kampfunfähig geschlagen werden? Auch wenn Sie wiederbelebt werden, passiert Ihnen das immer wieder. Wenn uns jemand helfen könnte. In solchen Fällen nutzen Sie XX Reverse. Ist der Name ihres Hundes. Also in dem Fall Angel Rivers. Jupp wird mit einer Phoenix für ihre kampfunfähigen Freunde im Lu wiederbeleben. Das finde ich super. Dann gucken wir mal gleich, welche mal zuerst. Ich würde sagen, wir lernen zuerst mal die Voller.
das XX Reverse aus. Das hört sich besser an. Dann haben wir gleich mal was Neues gekauft. Haben wir wieder 2000 rausgegeben, ist doch egal. Du kannst einfach nicht mit Geld umgehen! Halt die Klappe. So.